Besucher meines Kanals. Ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich zu meinem Strick-Podcast und DIY. Ich bin Elisa und ich versuche jede Woche ein Video zu drehen, in dem ich euch erzähle und auch zeige, was ich in der vergangenen Woche gewerkelt habe. Ich erzähle euch auch ein bisschen Privates, wenn ich irgendetwas Besonderes unternommen habe. Und ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei meinem Video. Heute trinke ich meinen Lieblingstee. Und zwar ist das eine Mischung, die ich jedes Jahr herstelle mit Zutaten aus meinem Garten und teilweise auch mit bestellten Zutaten. Bestellt im Internet habe ich mir Süßholzwurzel und Fenchel. Und Zitronengras habe ich mir bei uns im Supermarkt gekauft und habe das getrocknet. Und sonst habe ich in dieser Mischung Holunderblüten, Giersch und Pfefferminze. Das ist wirklich eine meiner Lieblingssorten. Die schmeckt mir am allerbesten. Es ist gar nicht so, dass ich das am allerliebsten trinke, sondern am allerliebsten trinke ich schwarzen Tee. Allerdings kann ich mir das abends nicht erlauben und ich nehme jetzt gerade Donnerstagabend dieses Video auf, weil ich morgen eine ganze Menge zu tun habe und morgen früh nicht dazu komme, das Video aufzunehmen. Ich nehme jetzt nochmal wieder mein Strickzeug in die Hand und stricke ein bisschen. Macht ihr es euch gemütlich, trinkt was Schönes und lauscht meinen Ausführungen. Ich trinke jetzt mal einen Schluck, dann geht es nämlich ein bisschen besser. Ich stricke immer noch. Das wird wohl auch noch eine Weile dauern an meiner Klöckchenbluse. Die hatte ich mir bei Kleinigkeitenliebe gekauft, diese Anleitung. Und da ist wirklich jede Menge dran zu stricken. Und diese Woche kam ich nicht unbedingt oft dazu. Ich habe ein bisschen gestrickt, ein paar Runden. Allerdings habe ich anderen Dingen den Vorzug gegeben. Und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Denn ich habe ja nächste Woche vor, mit meinem Mann nach Büsum zu fahren, wo der liebe Thorsten mit dem Marco und einer netten Dame einige Kurse anbietet unter dem Motto Büsum strickt. Und da könnt ihr euch vorstellen, da musste ich diese Woche allerhand erledigen, denn bevor wir wegfahren, muss ja nun einiges gemacht werden, was also unbedingt ansteht. Ich habe zwar draußen nicht viel gemacht, das macht ja eher mein Mann, aber hier in der Wohnung habe ich also auch alles ein bisschen auf Vordermann gebracht, damit ich guten Gewissens dann wegfahren kann. Ja, ich war jetzt in der letzten Woche, hatte ich einen wunderschönen Ausflug und zwar nach Freinsheim in der Pfalz. Und von dieser kleinen Stadt, die so rund 5000 Einwohner hat, möchte ich euch jetzt ein bisschen erzählen, denn es lohnt sich wirklich, diese Stadt einmal zu besuchen. Die Stadt wurde gegründet im Mittelalter und wurde damals umgeben von einer Stadtmauer, die bis zum heutigen Tag fast vollständig erhalten ist. Die Stadt Freinsheim liegt in der Nähe von Bad Dürkheim, das ist euch vielleicht mehr bekannt, aber ich finde, also es lohnt sich wirklich, dort einmal hinzufahren. Ich habe mir vorgenommen, dass wir auch sicher noch mal im Advent dorthin fahren werden, denn dann gibt es an den Adventswochenenden gibt es einen Weihnachtsmarkt und es wird ein Krippenspiel gespielt mit lebenden Tieren. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Also, wenn es möglich ist, wenn es unsere Gesundheit zulässt, werden wir auf jeden Fall
mal an einem Wochenende im Advent dorthin fahren. Vielleicht kann ich jemanden von unseren jungen Leuten dazu anregen, dass sie mit uns mit dem Auto fahren. Denn mit dem Zug, glaube ich, das ist nicht, es ist zu erreichen, das habe ich nachgeschaut. Aber das dauert dann von Koblenz aus doch sehr, sehr lange. Und ja, das wäre schade, dann könnte man das ja nur mit einer Übernachtung hinkriegen. Jetzt, als wir am Samstag dort waren, da gab es auch ein kleines Fest. Und zwar war es also die Weinwanderung in den Weinbergen rund um Freinsberg. Wurden von den Winzern verschiedene Weine angeboten zum Verkosten und auch sehr schöne Speisen. Teilweise Pfälzerspeisen, teilweise aber auch also italienische Gerichte. Ich fand es eigentlich sehr schön, als wir mal auf einer Bank saßen, da kamen ein paar junge Leute von diesem Weinwanderweg und sie hatten auch etwas Gehäkeltes um den Hals. Und zwar war das ein Glashalter. Also das war, jetzt habe ich hier eine Masche, kleinen Moment. Also ich lege das Strickzeug mal hin. Das war also gehäkelt wie so ein Kelch mit so einer Kordel, die ja oben um den Hals rumkam. Und in diesem Kelch befand sich das Weinglas, sodass man von Stand zu Stand gehen konnte und die Hände frei hatte während der Wanderung. Und wenn man am Stand war, konnte man also wunderschön den Wein kosten. Ja, also es wurden sehr viele kulinarische Köstlichkeiten dort angeboten. Wir haben den Wanderweg allerdings nicht gemacht, weil wir es einfach, weil es ein bisschen anstrengend für uns war. Und es wurde da zwar angeboten, so eine Kutschfahrt, aber da war ich jetzt nicht so ganz wild drauf. Wir haben stattdessen also schön im Ort gesessen, bei strahlendem Sonnenschein und haben die Stadt genossen. Zunächst haben wir eine Stadtführung gemacht. Organisiert war diese Fahrt von unserer Gemeinde und zwar einer dieser, ich glaube, der Presbyter und noch jemand, der auch, glaube ich, im Gemeindevorstand ist. Die haben also die Fahrt sehr, sehr schön ausgearbeitet und hatten eine Stadtführung bestellt. Die Stadtführung, die ging rund um Freinsberg und zwar rund um die Mauer, also im Inneren der Stadt, um die Mauer rum, sodass man also sehen konnte, die Reste der Mauern und auch die einzelnen Türme, die alle noch erhalten sind. So, diese Türme, die sind mittlerweile allerdings, also früher waren das reine Wachposten, aber als die Stadt dann größer wurde im Laufe der Jahrhunderte, hat man in den Türmen sogar Wohnungen eingerichtet. Und es gibt heute tatsächlich noch einen Turm, da kann man sogar zwei Hotelzimmer buchen. Da gibt es also, die Türme sind eigentlich die haben so einen quadratischen Bau und sind eigentlich sehr klein, sodass also auf jeder Etage nur ein Zimmer eingerichtet werden kann. Aber es gibt also zwei Zimmer in dem Turm drin, jeweils mit den sanitären Anlagen. Und man kann tatsächlich diese beiden Zimmer kann man also über ein Hotel buchen. Ich weiß jetzt nicht, welches Hotel das ist, aber das kann man sicher auch erfahren. Ja, dann gibt es in der Stadt Freinsberg auch ein Spielzeugmuseum.
Das haben wir auch nicht besucht, aber das soll also sehr schön sein. Und wenn man Kinder hat, dann ist das bestimmt ein schönes Ziel, einmal dieses Spielzeugmuseum zu besuchen. Dann gibt es aber auch noch ein Handwerksmuseum. Ja, und sonst kann ich euch sagen, also es gab ein Lokal neben dem anderen, wo man also köstlichen Wein genießen konnte. Ich habe alleine zwei Cafés gesehen. Ich habe überall die Angebote gesehen. Im Moment wird ja sehr viel angeboten, der Zwiebelkuchen und der Federweiße. Also die Stadt ist wirklich einen Ausflug wert. Ja, unterwegs habe ich auch ein bisschen gestreckt, allerdings jetzt nicht hier an meiner Glöckchenbluse, sonst wäre ich ja wohl etwas weiter, sondern ich hatte mir ein neues Projekt angefangen. Das werde ich euch jetzt erst einmal zeigen. Und zwar habe ich im Hinblick auf unsere Reise nach Büsum habe ich gestrickt. Jetzt muss ich das mal gerade hier zuhalten, damit die Anleitung verdeckt ist. Ich zeige aber die liebe Designerin, die zeige ich euch auf dem Bild, und zwar den Treppenviertel-Hat. Ich habe ihn so gestrickt. Es hätte aber auch die Möglichkeit gegeben, also einen Zipfel hier anzustricken. So, verwendet habe ich, man kann eigentlich jedes Garn dafür verwenden, die liebe Nicola Susan, also Nicolor, die entwirft ja oft Sachen, die man mit allen möglichen Wollarten und Wollstärken stricken kann. Und so auch dieser Hut. Und ich habe verwendet einen Zauberball mit sechsfädiger Wolle von Schoppel. Da habe ich leider nicht mehr die Banderole. Ich müsste mal da reingreifen. Manchmal stecke ich die auch rein. Nein, kann ich leider nicht. Ich weiß es nicht. Die habe ich also irgendwo verlegt. Weiß ich nicht mehr wo. Und dann habe ich dazu genommen einen Faden Kit Silk Mohair von Lana Crossa. Und entstanden ist diese Mütze. Die hat den Vorteil, dass hier die Ohren schön bedeckt sind. Also, die ist so konstruiert, dass die also hier einen längeren Teil hat, der die Ohren bedeckt. Und sonst wechseln sich also immer nur rechte und linke Maschen ab. Ich habe die Mütze etwas verändert. In der Anleitung war es so, dass also die Mütze nicht so schnell geschlossen wurde, aber ich fürchtete, dass sie mir zu groß wird. Und deswegen habe ich nachher zum Schluss in jeder Reihe Maschen abgenommen und habe dann auch viel mehr Maschen hier oben zusammengezogen. Ich ziehe sie mal an, damit ihr seht, wie schön sie sitzt. Und ich freue mich, wenn ich jetzt in Büsum, hoffentlich gibt es auch Wind und hoffentlich ist es etwas kühl. Also hoffentlich ist es eine strickige Zeit und dann bin ich froh, dass ich diese tolle Treppenviertelmütze habe. Also ich finde, die sitzt doch perfekt und ich finde die Farbe, die steht mir auch. Schaut. Und die Ohren sind bedeckt. Und nichts drückt. Das Muster hält so schön zusammen, dass die Mütze also auf dem Kopf schön sitzt, aber nicht einengt. Also die würde, selbst wenn man einen dickeren Kopf hat, auch noch passen, weil das Muster gibt ja nach. Nur
Bei mir muss es nicht nachgeben. Ich finde, ich habe das eigentlich ganz schön gemacht. Ich habe die richtige Größe ausgesucht. Das kann ich euch auch sagen, welche. Ich habe die in der Größe M gestrickt, nachdem ich eine Maschenprobe gemacht hatte. Und ja, die Größe M, da wird hier angegeben, ein Kopfumfang von ca. 48 cm. Ich habe ein bisschen mehr Kopfumfang, aber dadurch, dass meine Maschenprobe eben anders war als die, die hier angegeben wurde, habe ich die kleinere Größe gestrickt. Aber das kann man also wirklich schön anpassen. Ja, das hat diese Woche relativ viel Zeit in Anspruch genommen, aber die wollte ich mir auch gerne nehmen, denn ja, ist nicht so, als hätte ich keine Mütze, aber man will ja immer gerne mal wieder etwas Neues. Vor allen Dingen ist es auch so, dass ich jetzt im Oktober nicht nur einmal an die Nordsee fahre, sondern nachdem wir also von Büsum strikt zurückkommen, fahren wir noch einmal an die Nordsee und wir werden dann ein paar Tage Urlaub machen, werden aber auch meine Nichte besuchen, die mittlerweile in Norddeutschland wohnt und zwar genau an der Küste. Ich stricke noch ein bisschen, um euch noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, dann habe ich noch mal meine UFOs gesichtet. Und da gibt es ja einige. Also unfertige Projekte. Ich will jetzt mal sagen, es sind keine Projekte, die irgendwo liegen bleiben, die werden wirklich mit der Zeit jetzt alle mal fertiggestellt. Und da fand ich einen Rundpassenpullover, wo ich das Muster selbst entworfen habe. Und zwar während des Strickens. Ich habe also keine Aufzeichnungen gemacht. Ich zeige euch das mal, die Rundpasse. Die hatte ich schon mal vor vielen, vielen Videos gezeigt, aber an dem Pullover habe ich jetzt weiter gestrickt. Und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich habe erstmal eine Maschenprobe gestrickt mit dem Garn, das ich verwendet habe. Ich habe verwendet einmal hier die Lana Crosser Meilenweit mit dem Kaschmiranteil, also 70% Wolle, 25% Polyamid und 5% Kaschmir. Und ich habe verwendet ein handgefärbtes Garn, das ich selbst gefärbt habe, das einen Wollanteil hat und 40% Lyocell. Und zwar ist das eine Pflanzenfaser, die aus Eukalyptussträuchern hergestellt wird. So, wie die, ich habe euch jetzt hier dieses Knäuel gezeigt und zeige euch jetzt, weil ich habe da noch einen vollen Strang, den zeige ich euch jetzt mal, damit ihr seht, wie ich das mit der Färbung gemacht habe. Also, ich habe zuerst einmal den Strang in Blau eingetaucht. Dann habe ich Gelb verwendet, habe zu Gelb ein bisschen Blau gegeben und habe den Rest also mit Gelb und Blau gefärbt, sodass also Grün entsteht. Und als dann alles im Färbebad war, habe ich den Strang auf die Anrichte gelegt und habe dann mit Orange Pulver auf den nassen Strang gestreut und habe dadurch dieses schöne Muster bekommen. So, und davon stricke ich mir jetzt diesen Rundpassenpulli, den ich euch jetzt mal zeige.
Ich kann ihn jetzt nur nicht anziehen, weil ich keine lange Nadel habe. Ich habe also nur eine 80er Nadel und dadurch sieht das Ganze jetzt etwas gedrängt aus, aber ich denke, ihr erkennt es. Das ist übrigens die Maschenprobe, die ich gestrickt habe. So, die habe ich ausgemessen und zwar sind das 26 Maschen, also 6 Maschen kraus, also am Anfang und am Ende, so wie der liebe Thorsten Duit das auch in seinen Maschenproben macht. Und dann glatt rechts, das habe ich dann ausgerechnet und habe das dann mal genommen mit dem Halsumfang, den ich haben wollte, durch 10 geteilt. So, und habe dann die Maschenzahl gefunden und habe dann immer wieder zugenommen und zwischen den Zunahmen dann dieses Muster eingestrickt. Also ein Vereilmuster mit gefärbter, bunter Wolle. Und jetzt bin ich schon so weit, dass ich also den Körper stricke. Das ist die Rundpasse, hier sind die Ärmel abgeteilt und jetzt wird alles in dunkelblau glatt rechts gestrickt. Also die Wolle, die fühlt sich super an. Ich freue mich richtig auf den Pullover. Also hier oben habe ich jetzt so ein, ja, so ein Rollbündchen gemacht. Da muss ich mal sehen, ob ich das nicht noch ein bisschen versteche, damit das nicht so weit runterhängt, dass man hier schon die Spannfäden sieht. Also da muss ich mir noch irgendetwas einfallen und dann einfallen lassen. Und ja, hier geht es jetzt weiter. Das ist natürlich jetzt eine Geduldsarbeit, aber ich habe in dieser Woche hier von den Sternen an dieses ganze Stück gestrickt. Das war schon eine ganze Menge. Und wenn das so weitergeht, dann werde ich den Pullover vielleicht im November, wenn es dann richtig kalt wird, anziehen können. Also den kann man auch nur tragen, wenn es kalt ist. Denn der würde sonst, würde man ja angehen, in Flammen aufgehen. Ja, dann habe ich aber auch diese Woche etwas genäht. Das mache ich ja eigentlich immer sehr gerne, das wisst ihr ja. Also diejenigen, die schon öfter meinen Podcast geschaut haben. Und zwar habe ich etwas genäht aus dem Stoff, den ich in der vorigen Woche in Limburg gekauft hatte. Ich hatte im Schaufenster in verschiedenen Geschäften hatte ich im Schaufenster die Taschenauslagen gesehen und habe gesehen, dass es im Moment ganz im Trend ist, solche Feldtaschen zu tragen. Und als wir in diesem tollen Stoffladen waren, das war übrigens Stoffe Werning in Limburg. Als wir dort waren, habe ich nach solchem Fell geschaut und bin auch fündig geworden. Und habe dann daraus 2 Taschen genäht. So, die beide fertig sind. Das hier ist meine Tasche. Ich wollte also gerne einen Shopper haben, der auch nicht so ganz einfach nur aus Fell besteht, sondern auf dem ich also auch gequiltet habe. Ich habe also hier Linien gequiltet, habe hier kleine Applikationen gemacht mit dem Futterstoff, außerdem ein kleines Täschchen.
Das nutze ich immer ganz gerne für mein Deutschland-Ticket, wenn ich unterwegs bin, damit ich es A, nicht verliere und zum anderen auch immer schnell bei der Hand habe. Wenn man das ins Portemonnaie steckt, dann fängt man also immer bei Kontrollen im Zug an zu kramen. Und so weiß ich, das habe ich hier drin und habe es also ganz schnell entnommen. Das Täschchen hat also die Größe, dass dieses Deutschland-Ticket schön da reinpasst. So, gefüttert. Ja, ich habe die Tasche versehen mit einem, hier mit den Henkel, die ich bestellt habe. Also die sind aus Leder und haben hier einen Karabinerhaken, sodass ich diese Henkel immer an verschiedene Taschen anbringen kann. Und dann ist die Tasche innen gefüttert. Ich mache sie jetzt mal links, damit ihr sie auch von links betrachten könnt. Ich könnte mir vorstellen, dass man sie auch von der linken Seite tragen kann. Also es ist jedenfalls alles schön sauber vernäht. Schaut mal, ich könnte das Fell, wenn es mir also nicht mehr gefällt, auch innen tragen und hätte dann eine schöne Außentasche. Den Stoff habe ich übrigens auch dort erworben. Dann habe ich hier eine Reißverschlusstasche angebracht, damit man sein Portemonnaie da reinstecken kann. Das würde ich natürlich nicht da reinstecken, wenn ich die Tasche so gewendet mitnehme. Dann würde ich schon das Portemonnaie innen reingeben. So, und hier ist auch nochmal ein Seitenfach, wo man also auch verschiedene Sachen unterbringen kann. Jetzt ist mir hier mein Kissen runtergefallen. Jetzt werde ich das jetzt mal zuerst aufheben, denn sonst sitze ich nicht gut. So. Jetzt zeige ich euch die zweite Tasche. Werde aber jetzt nochmal hier den Drachenschwanz umlegen. Der tut mir nämlich heute Abend richtig gut. Mittlerweile haben wir es schon etwas später. Und deswegen lege ich jetzt den Drachenschwanz nochmal um. Den hatte ich euch auch schon mal in einem Video erklärt, aber das ist schon länger her. Schaut mal. Und zwar habe ich damals einen Karl mitgemacht mit der lieben Steffi Multikreativ. Die hatte zu einem Karl ausgerufen und dann habe ich diesen Karl mitgemacht und habe mir hier diesen Drachenschwanz, den ich sehr, sehr gerne trage. Und ich finde, hier auf meinem Shirt sieht er auch besonders aus. Ja, das Shirt habe ich heute übrigens verändert. Ich habe das heute Morgen angezogen und fand es überhaupt nicht mehr schön. Ich habe also gedacht, oh, die Ärmel sind zu weit und ja, insgesamt hat mir die Form nicht gefallen. Und dann bin ich an die Nähmaschine gegangen und habe im 0,nix die Ärmel etwas enger genäht und auch das Shirt, also hier nicht ganz oben, sondern weiter, wo es nach unten geht, habe ich es also hier etwas eingenäht. So. Und das ging eigentlich ganz gut. Ja, ich habe noch eine zweite Tasche gemacht für meine Tochter. Allerdings habe ich die Tasche anders gemacht als meine. Der Grundschnitt ist der gleiche. Aber sie liebt es nicht, wenn da solche Verzierungen dran sind. Deswegen habe ich die Tasche vorne und hinten ganz einfach gehalten. Und wenn dann die Lederhenkel kommen, dann kann ich sie ihr überlassen. Innen drin sieht sie ähnlich aus wie meine. Ich habe da kein Band an die Tasche genäht, sondern habe die Tasche einfach nur gewendet. Das ist ja auch möglich. So,
Aber was ich euch auf jeden Fall jetzt mal nennen will, das ist der Preis von diesen beiden Taschen, wenn man das also selbst macht. Ich habe eine Rechnung noch gefunden, als ich den Stoff aus der Tüte genommen habe. Und auf dieser Rechnung war ein Hutgummi. Also ich weiß jetzt nicht, wie teuer der Hutgummi war. Und dieser Stoff, also der Außenstoff für beide Taschen und auch der Innenstoff. Und der Preis war 26 Euro. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Hutgummi so ungefähr 3 Euro kostet und der Stoff dann 23 Euro. Und für 23 Euro zwei Taschen, das finde ich also unschlagbar. Also es lohnt sich tatsächlich noch selbst etwas zu nähen. Manche Leute, die sprechen einem das ja ab. Also natürlich gibt es ja mittlerweile auch ja, sehr viele Angebote in den Billigversandhäusern. Aber glaubt mir, die Qualität, die lässt da oft zu wünschen übrig. Und deswegen, also hier mit diesem Stoff aus dem Stoffgeschäft, da kann man schlecht was falsch machen. Der Innenstoff, das ist reine Baumwolle. Ja gut, das Fell, das ist natürlich Fellimitat, ist also schon auch Kunststoff. Also nicht ganz so nachhaltig, wie es vielleicht sein müsste. Aber man macht sich ja nicht alle 3 Tage eine neue Tasche und wirft das weg. Die wird ja einige Zeit halten. Und vor allen Dingen, sie wird ja auf jeden Fall, wenn man diese Henkel abmacht, wird sie ja auf jeden Fall auch waschbar sein. Also wenn irgendetwas an der Tasche ist, dann kann man die durchaus in die Waschmaschine stecken und kann sie dann wieder gebrauchen, ohne dass man also gleich eine neue Tasche haben muss. Insofern finde ich, so handgearbeitete Sachen sind wirklich viel, viel nachhaltiger, als wie wenn ich jetzt so billige Sachen kaufe. Das hält alles nur 3 Tage, ist oft mit der heißen Nadel genäht und muss nach kurzer Zeit wieder entsorgt werden. Und das ist ja so gar nicht mein Fall. Ja, ich habe auch noch diese Woche etwas gemacht für meinen Tee. Das habe ich jetzt leider nicht. Ich wollte mir das zurechtstellen. Ich war mit meinem Mann ein bisschen draußen in der freien Natur und wir haben Hagebutten gepflückt. Die habe ich, erstmal habe ich sie dahingestellt, weil ich keine Lust hatte, die direkt zu verarbeiten. Aber heute habe ich es dann gemacht. Ich habe die also gewaschen und habe die Sträußchen, also wo diese kleinen Plättchen sind, abgepflückt, habe die Hagebutten schön trocken gerieben und die liegen jetzt auf einem Tablett einige Wochen zum Trocknen und dann gebe ich die Hagebutten in ich habe einen Thermomix, mit dem kann man also sogar Körner mahlen, also in einen Häcksler. Und dann werden die Hagebutten zu Tee verarbeitet. Allerdings, da gibt es so eine Einschränkung. Normalerweise gebe ich ja die Teekräuter immer so in die Kanne und warte, bis die sich gesetzt haben. Oder ich habe ja auch so einen Teebereiter. Aber bei den Hagebutten, da bin ich immer sehr vorsichtig, denn die haben ja diese kleinen Härchen und wer empfindlich ist und allergisch darauf reagiert, der könnte Beschwerden im Hals bekommen, weil die kleinen Härchen, die müssen irgendwie aussortiert werden. Und deswegen kaufe ich Papiertütchen, Teefilter und gebe besonders den Hagebuttentee in diese Teefilter rein. Denn ja, die sind ja auch kompostierbar.
Allerdings also Hagebutten so zu trinken und Gefahr zu laufen, dass die kleinen Härchen im Hals kratzen, also das lasse ich dann lieber. So, meine Lieben, in der nächsten Woche werde ich keinen Podcast senden, denn ihr wisst ja, dass ich in Büsum bin und da werde ich mich wirklich die ganze Zeit nur mit freier Zeit beschäftigen. Also Freizeit, um mit meinem Mann ein bisschen was zu unternehmen. Wir werden sehr viel spazieren gehen. Wir werden uns Zeit lassen, diese Woche zu genießen. Ich werde auch Kurse besuchen. Werde sicher auch, ich habe mich ja schon mit einer meiner Zuschauerinnen, habe ich mich schon verabredet. Wir haben uns schon die Telefonnummern ausgetauscht. Eine weitere Zuschauerin, die wird auch da sein. Die werde ich sicher auch treffen. Also wir werden die Zeit auch für Kontakte nutzen. Und da möchte ich nicht unbedingt einen Podcast drehen. Wir sehen uns also dann erst wieder in 2 Wochen und ich wünsche euch, dass ihr in dieser Zeit euer Leben genießt, dass ihr gesund bleibt und dass ihr auf mich wartet, bis ich in 14 Tagen euch wiedersehe. So, jetzt halte ich das Schild zwar hoch, aber ich muss es ein bisschen abwandeln. Haltet durch. Es ist bald wieder Freitag in einer Woche. Tschüss, eure Elisa.